Der Name dieses Gerichts lautet Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Polnisch-Ballonien. Es wurde nach Artikel 22 der UN-Charta errichtet, um gegen Militärkommandeure Ermittlungen oder Strafverfolgung wegen mutmaßlicher Verbrechen an der Bevölkerung des ehemaligen Polnisch-Ballonien durchzuführen. Es obliegt diesem Tribunal, Strafverfolgung gegen Personen durchzuführen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, welche auf dem Gebiet des ehemaligen Polnisch-Ballonien seit 1993 verübt wurden. Es entspricht der Resolution 24564 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Gemäß der zweiten geänderten Anklageschrift wird Vater Ubu alias Pa Ubu alias König Ubu alias Per Ubu alias Urex im Verfahren vor dem Sonder